Ja, wir sind hier im LWL Freilichtmuseum in Detmold, kurz vor dem Paderborner Dorf. Man sieht da im Hintergrund die Bockwindmühle. Und wir haben ja nicht nur alte Häuser hier, sondern betreiben ja auch Landwirtschaft nach historischem Vorbild. Und da geht es unter anderem auch um alte Getreidesorten. Und das Feld, wo wir hier gerade stehen, das ist auch eine alte Sorte, der westfälische Schwarzhafer. Man sieht das ganz schön an den dunklen Korn. Und der ist auch viel höher als die meisten modernen Sorten. Und ich denke, dass der gut geeignet ist, auch alte Maschinen daran auszuprobieren. Ja, der Schlepper ist heute sehr selten. Es gibt wahrscheinlich in Deutschland noch 9 Stück davon. Und mit Benzinstart und funktionsfähig, glaube ich, nur noch 3 oder 4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es wurden ca. 3.500 Stück gebaut in Breslau zwischen 1930 und 1944. Und ich habe hier einen von den allerletzten. Der hat also kein Typenschild mehr dran gehabt. Und wir haben anhand der Motornummern und bekannten Maschinen meine Fahrzeugnummer ausgerechnet und nachträglich ein Typenschild angefertigt, damit die auch ihr Typenschild hat, was sie vorher nie bekommen hat im Krieg. Die Maschine stand einige Jahrzehnte bei Klaas im Depot. Die wurde mal angeschafft, vermutlich auch, um den Mähdreschbänder hier vorzuführen. Aber sie hatte kein Zapfwellengetriebe. Jetzt ist die Maschine lauffähig und ich habe mit ganz viel Glück auch ein Zapfwellengetriebe bekommen. Original, Famo, unbenutzt, also aus Breslau geliefert mit 80 Jahren Lieferverzögerung. Nagelneu und funktionsfähig. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, den Mähdreschbänder wieder laufen zu lassen mit einer Raupe. Also ein ganz seltenes, gespannt, ganz seltenes Bild. Die Famo-Raupen konnten mit Handstart oder auch mit Elektrostart geliefert werden. Wir haben hier die Billigausführung mit Handstart. Ende des Krieges war das wahrscheinlich die bevorzugte Variante. Diesen Motor kann man normalerweise nicht mit der Hand starten. Darum kann man den mit Benzin und mit Diesel betreiben. Das hier, man sieht hier an der Seite neben dem Auspuff so einen T-förmigen Hebel oder Schlüssel. Da schaltet man von Benzin auf Dieselmodus um. Der Anschaffungspreis von so einer Raupe lag damals je nach Ausführung zwischen 10.000 und 12.000 Reichsmark. Als Vergleichswert hat ein Arbeiter zu der Zeit ungefähr 1.900 Reichsmark im Jahr verdient. Ein Pferdegespann kostete ungefähr 2.000 Reichsmark. Das heißt, so eine Raupe kostete so viel wie 5 Pferdegespanne. Konnte sie auch ersetzen und in Stillstandszeiten musste sie eben nicht gepflegt werden. War für so einen großen Gutsbetrieb sicherlich sehr vorteilhaft. Allerdings war es mit 10.000 oder 12.000 Reichsmark nicht getan, denn der Betrieb muss natürlich auch die Maschinen dazu kaufen, also ein Flug, ein Schälflug, Scheibenecke und was auch immer. Oder ein Mähdreschbinder, der kostete ja auch schon 4.500 Reichsmark, war auch nicht ganz billig. Aber das, was wir jetzt hier zu dritt schaffen, haben in der konventionellen Erntekette 45 Leute geschafft. Also wir reduzieren schon den Arbeitsaufwand auf 1 zu 15 oder von 1 zu 15. Ja, der Mähdreschbinder ist hier im Grunde die erste serienmäßige Mähdreschmaschine, die in Europa zum Einsatz kam oder die in Europa tauglich war. Da hat August Klaas gesagt, ja, wir bauen erstmal einen gezogenen Mähdrescher, wie die Amerikaner das auch machen. Im Grunde haben wir den Mähdrescher, den teilen wir auf und setzen ein Dreschwerk dazwischen. Der Mähdrescher hat schon mal einen sehr guten Gutfluss, also einen bewährten Gutfluss. Und damit kann man die Dreschtrommel sehr gleichmäßig beschicken. Also bei dem Mähdrescher geht der Gutfluss quer durch die Maschine. Wir schneiden in Fahrtrichtung ab. Dann wird der Gutfluss um 90 Grad umgeleitet, quer durch die Maschine geschickt und gedroschen. Am Ende kommen dann Gaben raus, die Maschine hat einen Schüttler. Das Korn wird abgesackt, wir haben also keinen Korntank oder keinen Bunker. Die Gaben werden dann mit dem bewährten Glasknoter zusammengebunden. Da gab es erste Prototypen 1934, die auch noch nicht funktioniert haben. Einer ist abgebrannt, weil der Lanz-Bullock durch Funkenflug das Ding in Brand gesetzt hat. Und hier haben wir im Grunde die zweite Version. Die wurde 1936 auf einem Gut in Czernitz das erste Mal vorgestellt, war ein voller Erfolg und wurde dann auch relativ schnell in Serie dann gebaut und war, wie gesagt, sehr erfolgreich und war der erste europataugliche Mähdrescher, den wir hatten. Es wurden 1.400 Stück gebaut. Während des Krieges haben die Behörden dann den Weiterbau verboten, weil eben Rüstungsgüter für die Behörden wichtiger waren. Und während des Krieges wurde aber schon dann die Nachfolgeversion der Super illegal weiterentwickelt, damit man nach 1945 durchstarten konnte und den Super, der auch super gelaufen ist, dann produzieren konnte. Ja, die Maschine brachte ca. 2.500 Kilogramm pro Stunde. Das war zu der Zeit schon eine recht gute Leistung. Sollte eigentlich der ursprüngliche Drescher von 1930 auch bringen, aber er hat es nicht geschafft. Und dieser hat im Grunde die Lastenheftvorgaben gebracht und wurde deswegen auch erfolgreich gebaut. Also wie ich schon gesagt hatte, was wir jetzt mit 3 Mann machen, haben in der alten Erntekette, also mähen und auf Hockenstellen und später in der Schorne dreschen 45 Leute gemacht. Also am Dreschverfahren hat sich im Verhältnis zu heute gar nicht so viel geändert. Wir haben eine klassische Dreschtrommel, wir haben Schüttler, wir haben Siebe und wir haben sogar einen Querausgleich. Also wir können Querneigungen von 10% oder 15% ausgleichen. Also in der Betriebsanlage stehen 10%, im Internet stehen 15%, können wir mal ausprobieren, wie es dann wirklich war.
Aber auf jeden Fall konnte man Querneigung ausgleichen. Und speziell für diesen Event hier haben wir uns ja doch Mühe gemacht. Wir wollten nicht einfach so blauäugig ins Feld fahren und haben uns dann die Maschine in der technischen Entwicklung geholt und sind die Maschine noch mal einmal im Geiste durchgegangen. Alleine auch, um die Maschine zu verstehen, wie sie denn arbeitet. Und da ist alleine vom Siebkasten her schon, ne, dass man da nicht unbedingt ein Druckgebläse hat, sondern dass da schon die Spreu abgesogen wird und so andere verschiedene Raffinessen. Und es ist immer sehr erstaunlich, dass man vor der Zeit oder in der früheren Zeit schon innovativ so schlau gebaut hat. Es waren ja auch mitunter die Techniken gar nicht so da. Da wurde da noch geschmiedet, es wurden Winkeleisen einfach krumm gebogen und verarbeitet. Aber das Gerät als solches funktioniert. Und wir haben es dann rübergeholt in die technische Entwicklung, weil das ist ja ein Mähdreschbinder. Also er mäht erstmal ganz normal, er drischt, er separiert Spreu von Getreide. Das Getreide wandert ja, was wir gleich sehen können, in die Säcke. Die ist ein Absackstand und kein Korntank. Und das Stroh wird vorne nach oben gefördert, über die Schüttler nach hinten und wird dann hinten am Ende gebunden. Also es wird sofort gepresst. Haben dann 2-3 Ballen Stroh aufgeschnitten, haben das dann durch die Maschine durchgefahren und dass man einfach sehen, ein-, zweimal hat er dann ordentlich gebunden und abgeschmiert. Wir hatten vorne an der Dreschtrommel, da war noch ein Wickelschutz, der war leicht verbogen, der kollidierte mit der Dreschtrommel. Den haben wir noch wieder zurückgebogen und eingestellt. Ja, und ansonsten abgeschmiert und für den Transport vorbereitet. Das waren so die Vorbereitungen vorab. Ich denke mal, wenn das jetzt hier heute gut gelaufen ist, dann werden wir den hier auch wieder verladen und dann nach Hause bringen. Weil wenn der kaputt geht, der Mähdreschbinder, da haben wir keinen zweiten von. Der muss unbedingt heile bleiben.